Schauen wir mal, was der werte Jericho zu sagen hat. Jo, Leute. Was sagt man um 3 Uhr nachts? Ich habe genauso wenig Ahnung wie ihr, aber Steel Wave ist jetzt für alle verfügbar. Ich werde Shifting Tides kein bisschen vermissen. Nein, Void Edge. Seht ihr, die Season war so scheiße, dass ich sogar Void Edge vergessen habe. Wundert euch nicht, dass ich so aussehe, wie ich gerade aussehe. Sehe aus wie... Jericho sieht mega gut aus, Mann. Die Locken sind sau süß, Jericho. Die Locken sind echt süß. Weiß ich selber nicht. Und ja. Haben jetzt alle gesehen. Bitte einmal ein cool Story Bob in den Chat. Die Memes können starten, Leute. Viel Spaß. Ja. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Wir haben der wundervolle Ace, so ein unfassbar guter Operator. Er ist einfach für mich gemacht. Als hätte Ubisoft mich gehört und hat gesagt, Nico braucht einen neuen Operator. Und das ist Ace. Außer diese komische Unterhose, die der über den Schädel hat. Melusi. Die jetzt wohl, glaube ich, genervt worden ist. T5 SMG. Das verstehe ich nicht. Wieso gibt Ubisoft Melusi die Super 90? Keiner wird die spielen. Ich weiß. Hey. Super 90 ist eine gute Shotgun. Seit Emberize sind Shotguns extrem gut geworden. Ich weiß, Leute. Es wird jetzt da draußen jemand geben, der sagt, Jericho, ich spiele die Super 90. Sei euch gegönnt. Wisst ihr? Macht ruhig. Aber die T5 SMG ist definitiv die bessere Wahl. RG15 mit einem wundervollen Sight drauf und einem C4 und einem unglaublich guten Gadget. Falls ihr beide Operator nicht habt, kauft sie euch, solange sie noch warm sind. Gar nicht, wieso ich mir Ranked jetzt um die Uhrzeit gebe. Beginnen wir das Video mit einer Zuschauerfrage. Glaubt ihr, dass man in Rainbow mittlerweile mehr Operator bannen sollte? Sind wir mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo man sagen kann, jedes Team sollte 2x2 bannen. 2 Attacker, 2 Defender. Da hätten wir insgesamt 8 gebannte Operator. Spielen wir Nöck. Thema Nummer 1. Operator. Was sehen wir in diesem Team? Ich glaube, die meisten wissen, worauf ich hinaus will. Sophia ist ein Dorn im Auge. Für mich und für viele andere, glaube ich, auch. Sophia hat eine Pickrate von fast 100%. Was ist mein Problem mit Sophia? Sophia hat nicht nur ein Gadget, Sophia hat 2 Gadgets. Sie ist ein Soft Breacher, hat eine abnormale Waffe. Wenn wir über die Waffe reden, Sophia kann jedes Visier ausrüsten. Jeden Lauf und jeden Griff. Let me help you. Thank you, man. It's okay. Die sind nett. Gotta hate those bonkers, bro. Yeah, same. Oh, Echo Hall. Marble Hall. Für mich das einer der größten Probleme mit Sophia. Die Waffe. Leute, sie hat eine Waffe, wo jedes Visier, jeder Aufsatz und jeder Griff drauf gemacht werden kann. Ja. Warum kann Sophia das zusätzlich zu ihrem Gadget, zu ihrer Fähigkeit? Warum kann Sophia zusätzlich noch aufstehen? Warum hat Sophia zusätzlich noch einen LMG mit 150 Kugeln? Auch wenn das LMG keiner spielt, das ist egal. Falls das LMG jemand spielen sollte, hat es 150 Kugeln. Ich mag mein Team. Die sind nett, die reden und die picken Thatcher und Thermite. Alter, das hatte ich lang nicht mehr. Vor allem um fucking 4:45 morgens. Viertel vor 5? Jericho. Seht ihr das? Seht ihr das da oben? Die Sonne geht auf bei Jericho. Holy shit. Nur die Sonne im Rank geht nicht auf. Viertel vor 5 Uhr? Ist das, kann man das sagen? Die Leute lieben zum Beispiel Set and Forget Operator. Komfortable Operator nenne ich sie gerne. Und das ist zum Beispiel Bandit. Oder Jäger. Nice. Okay, das war ein Shot. One Rotating Blue. Hab ich einen gesehen. Der ist nicht tot, okay. Oh, hat der Luck. Oh mein Gott. Just wait there, man, please. Jericho, ist ganz schön krass, Alter. Was ist da los? Then don't. I have no drone. This room is clear. Nice. Ich liebe Gridlock. Die Waffe macht so Spaß. Das ist meine Art zu spielen. Ich bin unfassbar vorsichtig. Die Leute wissen das zum Beispiel in meinem Stream. Ich bin unfassbar vorsichtig, was das Spielen angeht. Deswegen kann mein Gameplay manchmal langweilig sein. Aber ich denke jedes Mal, ich habe nur ein Leben. Und das muss ich nutzen. Gridlock ist echt ein guter Operator, Mann. Die macht echt Spaß. Ein weiterer Punkt, der mir einfällt. Intel. Die Verteidiger haben massig Intel. Nicht nur, dass sie viel Intel haben. Ein Großteil der Intel-Operator ist auch noch Bulletproof. Bulletproof Cameras, Maestros Evil Eye oder die Banshees jetzt von Melusi. Deswegen sage ich gerne, Kali ist ein underrated Operator. Aber seht ihr? Schon wieder eine Sophia. Oh mein Gott. Oh, geh verkaufen mit deinem ACOG. Junge, der ist rausgesprungen. Aber du spielst auch selber ACOG.
Let's do this, Thatcher. Come with me, please. Oh, er hockt in seinem Pixel. Zehner, dass er das klatscht, sonst wär's nicht auf YouTube. Zehner, Zehner. Scheiße, ich könnte, hätte planten können. Ich Idiot, ich hätte planten können. Oh, Zehner, Alter, sag ich euch. Bin schlecht im Aim. Ich sag jedes Mal, ich bin schlecht im Aim. Auch wenn ich das jetzt geklatscht habe, ich meine das wirklich, ich bin schlecht im Aim. Ich kann denken, aber ich kann nicht aimen. Das sage ich jedes Mal. Keiner sagt, good job. Mann, ich habe gerade die Runde geklatscht. What the fuck? Intel. Wir waren bei Intel. Wir haben Pulse. Bulletproof Cams. Capcan zählt auch irgendwie als Intel. Valkyrie. Echo. Unsichtbar. Intel Operator Mira. Intel Legion. Intel. 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 So, ja, kann man auch als Intel. Mammut Morden. Morden ist cool. 5 Uhr morgens und ich spiele Ranked, Mann. Einfach nur, um ein bisschen Dampf abzulassen. Grüße gehen raus an Steffen. Steffen ist auch, finde ich, ein Ehrenmann. Der geht nie Spawn peaken. Die Attacker haben wenig Intel. Denn klar, es gibt Line, es gibt Doki, es gibt Jackal. Jackal wird gebannt und das bringt uns zum nächsten Thema. Ich hasse das Ping-System in Rainbow. Ich hasse das Ping-System in Rainbow. Ich hasse das Ping-System in Rainbow. Main Stairs. Main Stairs. Jäger, be careful! I told you. Er ist injured. Das Ping-System. Kommen wir zurück zum Ping-System, Leute. Wir haben unsichtbare Drohnen. Wir haben kugelsichere Kameras. Kleine Kameras, die in Ecken versteckt sind. Und wenn ein Mate tot ist, kann der pingen, was das Zeug hält. Das Ping-System in Rainbow ist nicht gut in meinen Augen. Macht der Mate das? Du kannst zu oft pingen. Das macht die Leute call-foul. Die sagen, der ist auf Ping. Die Leute lernen viel weniger dadurch. Perma-Spot. Ich muss Jericho 100% Crash geben. Ich muss Jericho 100% nicht recht geben. Die Leute sind faul. Die Leute kennen keine Callouts. Stattdessen pingen sie mit ihren Drohnen und mit den Kameras wie Bekloppte. Sagen, on ping, on ping, er ist on ping, er pusht on ping. Aber wo ist der Ping? Wenn mir einer sagt, er ist on ping, muss ich erstmal gucken, wo ist der Ping überhaupt? Das regt mich total auf. Sag ich euch ganz ehrlich, das Der wurde so oft gepermaspottet. Der muss nur prefiren. Nice try. We got no, don't say sorry. It's okay. Tut mir so leid. Es tut mir, ohne Witz, es tut mir wirklich leid, wenn die Mates. Can I ask you something, dude? What? Are you cheating? No. I look really sure because if I play with cheater, I really don't like that. Don't be scared. It's okay. I'll subscribe to you. Everybody subscribe to Jericho. But it's German. It's German. Alle bei Jericho 5 subscriben. Jetzt. Link in der Videobeschreibung. You probably don't understand anything, so. Ist ja süß. Are you cheating? Und das wärmt mir das Herz. Es gibt Arschlöcher hier, Leute. Und von denen dürft ihr euch nicht runterziehen lassen. I come to help you. So you gonna join us after this game? Yeah, I will join. Just invite me. Leute, da findet man um 5 Uhr nachts unglaublich nette Mates. Reden wir weiter. Was stört mich an Rainbow? Das nächste ist 3-Speed-Operator. Ich finde, Speed in diesem Game ist ein unfassbares Problem. Operator, die schnell sind, beziehungsweise 3-Speed-Operator, haben mehr Vorteile als Operator, die langsam sind. Sie sind leise und schnell. Und in einem Game, wo es eine One-Shot-Headshot-Mechanik gibt, macht Rüstung nicht viel aus. Und das hat Ubisoft selber gesagt. Ich meine, es gibt so viel Gunfights, Verstärkungen, Explosionen, Helikopter, die durch die Gegend fliegen. Are you okay? Are you okay, Doc? Ich finde Cabela hat aber ein bisschen. Man könnte die Animation. Whoa, Timeout. Ich bin jetzt gespannt, was er sagt. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was du sagst, Jericho. Ich bin wirklich gespannt. Von der Interrogation verschnellern, die Interrogation aber an sich, wie lange die Gegner gespottet sind, die Attacker, verkürzen. Right.
Ich hab was vergessen. Die One-Shot-Headshot-Mechanik in diesem Game. Die One-Shot-Headshot-Mechanik. Leute werden viel zu oft für ein random Spray belohnt. Man muss eine Waffe mit einer hohen Feuerrate nehmen und einfach nur sprayen. Und wenn eine Kugel von 30 in den Kopf geht, bekommt man einen Kill. Ich finde zumindest, sollte ein Headshot niemals durch eine Wand funktionieren. Ja. Ja. Ich stimme zu. One-Shot-Headshot macht Rainbow Six kaputt. One-Shot-Headshot sollte niemals durch Barrikaden funktionieren, sollte niemals durch Wände funktionieren. Das Einzige, was ich sage, okay, sind DMRs. Also Dokkaebi, Line, Buck, Glass, Kali, alle Waffen mit einer hohen Penetration oder mit einem großen Kaliber. Wenn die durch Wände durchgehen und dich töten, ist okay. Aber der Rest muss ich dir leider zustimmen, Herr Jericho. Warum leider? Nein, ich stimme dir zu, Jericho. One-Shot-Headshot ist eine bescheuerte Mechanik. Oh mein Gott. Dieser Schuss gerade, dieser Shot gerade, war durch eine Barrikade. Und Jericho hat einen One-Shot-Headshot bekommen. Durch eine Barrikade. Das sollte nicht funktionieren. Niemals durch eine Wand funktionieren. Oh mein Gott. Ich hacke, Leute, ich hacke. Ich kann das mir selber nicht erklären. Er hat seine Batterie in der Hand. Warum? Nein. 5:30, 20:40, geh gleich zum Bäcker, hol mir einen scheiß Berliner und dann schneide ich das Video. You have the same hiding spot? I like it. Okay. Okay. Das gefällt mir gar nicht. One behind fridge, one behind fridge. Is here, is here. On ping, kill him. Wow, nice. I think we're gonna get our plot back again. Das ist auch so eine Sache. Die Leute schreien danach, dass manche Maps einfach nicht im Rank sein sollen. Ich weiß, ja, wir kriegen Map-Bann. Aber sagen wir, ihr kriegt zwei Maps, die scheiße sind. Sowas wie Theme Park und Outback. Und eine... Halt, stopp. Timeout, Shiri, Timeout. Theme Park ist eine gute Map. Die Leute verstehen nur nicht, wie man Theme Park richtig spielt. Ja, Jericho. Ja, genau so. Genau so. Die Leute verstehen nicht, wie man Theme Park spielt. Die Leute sind nicht in der Lage, Theme Park so zu spielen, wie man es spielen muss. Genau so. Aber Outback ist Trash. Da gebe ich dir recht. Von beiden dürft ihr rauswählen. Dann müsst ihr trotzdem eine scheiß Map spielen. Work all the maps here. Back. Ja. Alter, Jericho, du solltest öfters morgens um 6 spielen. Du gehst ja richtig rasieren. Was denn da los? Nice. Good night, guys. It was a fucking pleasure. Das war ein sehr gutes Video, Herr Jericho. Es tut mir fast schon leid, daraus wieder ein Video zu machen. Aber es war sehr gut und ich finde, jeder sollte dieses Video sehen. Falls ihr Jericho noch nicht kennt, was ich glaube, schaut mal unten in die Videobeschreibung rein, dort ist Jerichos Kanal verlinkt, geht auf sein Video, lasst einen Daumen hoch da. In dem Sinne, man sieht sich. Ciao.